Was geht ab, Leute, und recht herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von von Assassin's Creed Revelations. Entschuldigung. Aber es war irgendwie so scheiße. Ich dachte, die Sequenz kommt jetzt nochmal neu und ich kann dann einfach drüber labern, wenn die Sequenz zu Ende ist. Aber geht wohl leider nicht so. Das ist schon besser. Und sagt den nächsten, Entschuldigung, ich musste gerade was gucken nebenbei. Wie viele haben wir denn jetzt schon? Noch nicht ganz. Einen müssen wir noch. Oh, kein Messer mehr. Hä? Hä? Ach da. Geben wir das hier jetzt noch mal durch. Gucken jetzt noch mal da drüben, dass wir den bekommen, den seine Kohle. Ich glaube, viel fehlt uns nicht mehr an Personen. Ja, du liebst sie an allerliebsten. Entschuldigung, wenn ich hier gerade so ein bisschen ruhig bin. Aber ich versuche mich hier gerade noch ein bisschen zu konzentrieren. Die ganze Kohle muss ich ja auch noch irgendwie mitnehmen. Aber weil wir ja wollen, dass wir hier die volle Synchronisation bekommen, muss ich nebenbei auch noch mal ein bisschen gucken. Ich gebe ja zu, die Osmanen sind gute. Den hast du. Lol, der liegt da oben drauf. Magie, Leute, Magie. Magie. Magie is your friend.
Naja gut, den werden wir nicht bekommen. Schade aber auch. Wir nehmen die Wurfmesse. Haben wir jetzt alle? Das müssten doch jetzt alle gewesen sein, oder? Na gut, wir gucken dann jetzt erstmal, dass wir das hier jetzt machen, da hochgehen. Leandros töten. So wie du mit deinen Menschen dann umgehst, ist es kein Wunder, dass du jetzt sterben musst, Leandros. Hi. Wie schwer kann es sein, dich zu töten, hä? Warum stirbst du nicht? Hörst du denn nie auf zu winseln? Ja, ne? Das war's mit ihm. ...371 noch bekommen. Genau deswegen mag ich das so. Wir gehen dann jetzt hier direkt weiter. Dieser Apfel, er ist wirklich ein bemerkenswertes Stück. Hier, das Material. Hart wie Stahl und doch leicht. Willst du wirklich mit dem Ding herumspielen? Jawohl, das will ich unbedingt. Ich habe lange darauf gewartet, einen in die Finger zu bekommen. Okay, du machst mich echt nervös, Bill. Keine Sorge. Ich glaube, ich habe nicht die richtigen Gene, um ihn zu benutzen. Oh, aber Desmond schon, glaubst du? Ja, der gute alte Bill. Und als der Animus dich fand, verschob er dich wieder hierher. Er befolgt nur Befehle. Wie ein Absturzschutz. Er versucht, deinen Armkopf intakt zu halten. Ob du willst oder nicht. Und was genau machst du eigentlich hier? Spielen? Lernen?
Vor allem warten. Ich lenke den Animus ab, so gut es geht. Für dich, damit du dich umsehen kannst. Ansonsten würde er dich jagen wie ein Virus und dich löschen. Doch, mein Schutzengel, also. So etwas gibt es nicht. Ja, ich. Danke. So, weiter geht's. Kommt noch was? Nein. Liebe Schwester, Masyaf wurde von einer Horde Templer überrannt und ihr Motiv ist klar. Sie suchen die Geheimnisse, die in Altairs Bibliothek verborgen sind. Denn sie glauben, sie würden sie zu etwas führen, was sie den großen Tempel nennen. Ob wahr oder nicht, ich weiß, dass es die Bibliothek wirklich gibt. Ich habe ihre Tür gesehen, doch niemand kann sie öffnen. Nicht ohne die 5 Schlüssel, die vor fast 300 Jahren von Niccolo Polo nach Konstantinopel gebracht wurden. Claudia, ich muss diese Schlüssel finden. Einen fanden die Templer bereits, und ich weiß nicht, wie schwierig es sein wird, die restlichen aufzuspüren. Das wird sich mit etwas Glück und Geschick erst noch zeigen. Konstantinopel, Mai 1511. Das ist ein schönes Bild für einen wunderschönen Hintergrund. Ein prächtiger Anblick. Es ist längst nicht vollendet. Keine Stadt in Europa bietet ein solches Panorama. Nun, um genau zu sein, das ist Europa. Das ist Asien. Einige Grenzen halten selbst den Osmanen stand. Nur wenige. Ihr seid italienisch allem Anschein nach. Eure Kleidung jedoch nicht. Seid ihr schon lange auf Reisen? Si. Da molto tempo. Ich verließ Roma vor 12 Monaten und suchte nach Inspiration. Diese Suche führte mich her. Als ich ein Kind war, sprach mein Vater oft über den Untergang von Konstantinopel. Ihr meint sicher die Eroberung von Konstantinopel. Ich schätze, der Ausgang einer jeden Geschichte hängt vom Standpunkt des Erzählers ab. Darin sind wir uns einig. Lysel, Konstantinie ist eine Stadt für alle Gemüter und Bekenntnisse. Für Schüler wie mich oder Reisende so wie euch. Es wartet so viel Arbeit auf mich, aber... Es ist schön, zu Hause zu sein. Arbeit? In deinem Alter galt mein Interesse vor allem Salve. Ich bin überrascht, dass ihr überhaupt etwas schafftet. Genau wie meine Mutter. Es war ein Vergnügen, mit euch zu sprechen, BFN. Ich hoffe, ihr findet hier etwas, was euch interessiert. Das werde ich sicher. Yardim et Belirmin, Effendim. Grazie, mein Junge. Ein Gelehrter und ein Edelmann. Ihr steckt voller Überraschungen. Ach, nur wenige, mein Freund. Exig Olmayin. Koschkelden Kardesim. Sollte die Legende wahr sein, seid ihr der Mann, nach dem ich suche. Der berühmte Meister und Mentor. Ezio Auditore de... La, la, la. Prego? Vergib mir. Ich habe Probleme mit diesem italienischen Kauderwelsch. Da, Firenze. Dort wurde ich geboren. Ah, ja. Nun, nach eurem Brauch wäre ich wohl Yusuf Tazim da Istanbul. Gefällt mir. Istanbul?
Noch ein Name für diese Stadt? Abbott, der örtliche Favorit. Kommt, Mentor der Firenze. Ich führe euch herum. Ja, Leute, da haben wir jetzt erstmal noch was zum Lesen. Das werde ich mir dann irgendwann mal für einen der späteren Parts aufheben, um das alles mal durchzulesen von den ganzen Sachen, von den ganzen Personen. Ich würde sagen, das war's jetzt aber hier von diesem Part. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich gerne über eine positive Bewertung freuen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht es gut und Cheerio!